Seid gegrüßt zu einem neuen Video, was sich mit dem letzten Mod-Review beschäftigt. Und zwar gab es da ja viele Probleme. Einige haben es zwar geschafft, es zu installieren, und die anderen eher nicht. Oder es gab Black Screen oder die ganzen Texturen waren in einer Farbe blau und man konnte nur das Head-Up-Display sehen und so. Deswegen habe ich gedacht, mache ich mir ein richtiges Fix-Video. Und ja, ich bitte euch, alles anzuschauen und alles auch zu versuchen und mich dann erst zu fragen. Gut, als allererstes, zeige ich euch ein paar Lösungen zu den Lags. Also, ich habe das hier ein bisschen aufgegliedert, damit ich nichts vergesse. Es gab halt die Probleme, dass einmal Bluescreen halt alle, Sachen in Minecraft halt alle Texturen blau waren oder Blackscreen oder sowas ähnliches, oder es gab halt Lags. Und einmal ganz klar am Anfang schon, dass Bluescreen, falls euch die ganzen Sachen, die ich hier aufliste, nicht helfen, dann liegt es daran, dass es einfach mit manchen Intel-Grafikkarten nicht funktioniert. Ich kann euch aber nicht sagen, welche, sondern es funktioniert einfach nicht mit manchen, aber bei den meisten müsste es eigentlich klappen. Deswegen hoffe ich, dass auch alle hier ihren Erfolg danach haben werden. So, einmal habe ich Lösung zu den Lags, und zwar ist es ein RAM-Launcher. Das heißt, dass hier Minecraft mehr RAM zuweist. Weil das läuft über Java und das zieht ziemlich viele Ressourcen von Windows, und deswegen kann es sein, dass es manchmal laggt, und deswegen braucht ihr für Mods, so wie den hier, diesen anspruchsvollen Mod, so einen RAM-Launcher. Und zwar findet ihr das hier auf der Seite. Es gibt einmal einen RAM-Launcher für die Java-Version 7 und einmal für die Java-Version 6. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, denn ihr müsst genau gucken, welchen RAM-Launcher ihr habt, welchen Java-Version ihr habt. Also gebt ihr einmal auf Systemsteuerung, dann auf Programme, deinstallieren. Und dann seht ihr hier Java bei mir jetzt, oder ich bin beim Kumpel, nehme ich das auf, Java 7, 64-Bit. Wenn ihr Java 6 habt, müsst ihr halt den anderen Link nehmen, wenn ihr Java 7 habt, dann diese Version. Falls ihr Java 7 jetzt downloaden wollt und bisher 6 habt, dann könnt ihr es einfach hier machen. Es läuft über Ship und ihr müsst es einfach downloaden und installieren. Ich habe die 7er Version, deswegen muss ich auf diese Seite gehen. Kann auch die schließen. So, und ich habe jetzt auf diesem PC 12 GB, zu Hause bei meinen habe ich 16, und am besten ist es immer so, dass ihr ungefähr 3 GB oder je nachdem wie groß der ist, also wenn es so einer wie meiner ist oder hier 16 und 12, dann reichen auch vollkommen 8 oder 5 GB aus, aber wenn ihr halt einen habt mit 8 GB, dann reicht auch 5 aus. Also ihr müsst halt ungefähr so rechnen, 3 GB im Groben weniger, und wenn es halt hohe Gigabyte Zahlen des RAM, die ihr habt, dann könnt ihr meinetwegen auch 8 oder sonst was nehmen. Aber im Groben würde ich sagen, wenn ihr 4 GB Arbeitsspeicher habt, dass ihr mindestens 1 GB nehmt. Ihr könnt auch meinetwegen 2 GB nehmen. Aber halt so, dass es schon viel RAM in Anspruch nimmt. So, ich würde am besten jetzt, bei 12 GB reichen auch vollkommen 6 GB Arbeitsspeicher. Also müsst ihr euch halt einen von denen runterladen. Ich mache das jetzt hier mal. So, kommt ihr auf den Mediafire-Link. Geht auf Download. Werbung weg. So. Habt ihr den RAM-Launcher. Und geht jetzt in euren Downloads-Ordner, hier so, und habt jetzt hier, mal die Symbole groß machen, einmal den 5 GB, den ihr jetzt benutzt, und einmal nur den 6 GB, um das nochmal zu zeigen. Könnt ihr es auch löschen, ist eigentlich egal. So, habt ihr den gedownloadet, und dann müsst ihr Minecraft immer über den RAM-Launcher laufen, weil wenn ihr jetzt die normale Minecraft-Exe jetzt zum Beispiel im Desktop habt und ihr öffnet die, dann habt ihr immer noch das alte Minecraft, und es läuft genauso wenig RAM wie vorher, und dann bringt es gar nichts. Das heißt, ihr müsst es immer über diesen RAM-Launcher laufen lassen, und damit ihr nicht immer in euren Downloads-Ordner gehen müsst, könnt ihr es einfach in eure Taskleiste anheften, was hier schon ist. Einfach rechtsklick an Taskleiste anheften oder reinziehen. Das ist am einfachsten dann. Was ihr aber dabei ganz wichtig noch beachten müsst, ist, dass ihr eure originale Minecraft-Exe, die ihr von der Minecraft.net-Seite runtergeladen habt, dass die in eurem eigenen Dokumente-Ordner ist, in Bibliotheken und dann auf Dokumente, dass es hier ganz sicher ganz wichtig ist, weil sonst, dieser RAM-Launcher bezieht sich halt auf die Minecraft-Exe, und die in dieser RAM-Launcher ist es programmiert, dass es halt auf die Dokumente zugreift, und deswegen müsst ihr unbedingt eure Minecraft-Exe hier reinziehen und nirgendwo anders haben. Und dann könnt ihr halt immer das hier rüberlaufen lassen, und dann habt ihr ganz normal euer Minecraft gestartet mit eurem RAM-Launcher. Halt mit eurem höheren RAM-Anzahl, sag ich mal. So, dann gucken wir, was als nächstes auf der Liste ist. Wenn ihr das habt, funktioniert eigentlich beim meisten, die Lags haben. Wenn es aber nicht hilft oder ihr
wollt was anderes haben, dann könnt ihr zum Beispiel eure Bildschirmauflösung ja runterstellen, indem ihr auf Windows Startleiste öffnet und dann Auflösung eingibt. Geht hier auf Bildschirmauflösung anpassen und ihr seht hier ist der LG-Bildschirm ausgewählt, das ist die Anzeige, welches Gerät das anzeigt und dann ist hier einmal die Auflösung. Hier ist es einmal 1920x1080 gewählt, weil der Bildschirm halt das unterstützt und ihr könnt es meinetwegen auch runterschrauben, damit ihr, ja, weil sonst geht euer Java, nimmt ihr halt viel, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, also da steht ja manchmal Minecraft ist run out of memory und das kann auch damit zusammenhängen, dass ihr einfach zu hohe Bildschirmauflösung habt. Ich würde aber nicht tiefer als 1280x720 gehen, weil wenn ihr zum Beispiel Videos macht oder so und nicht mal in HD habt, ist das natürlich auch ein Nachteil für euch. Also könnt ihr es hier mit drauf runterschrauben. Ich werde es jetzt nicht machen, weil das hier so klappt. Also da könnt ihr es runterschrauben mit, gut, kommen wir zur nächsten Sache. Ihr müsst einfach Minecraft auf Kleinbildschirm suchten, habe ich hier aufgeschrieben, dass ihr nicht unbedingt großen Bildschirm nehmt, was natürlich blöd ist, aber wenn ihr es nicht mit einem RAM-Launcher oder so machen wollt, dann müsst ihr es halt so machen, weil ganz auch, auch wenn, bei mir war es zuerst auch so, als ich ohne RAM-Launcher gespielt habe, wenn ihr Vlog-In gemacht habt und das normal gespielt habt, dann ging's, aber sobald ich auf Fullscreen gemacht habe, stand die Minecraft ist run out of memory und das ist halt auch ein, ja, eine Lösung, aber eher eine schlechte, weil das halt nur vorübergehend ist. So. Dann habe ich jetzt die Lösung zum Bluescreen, habe ich das mal so genannt, halt, dass alle Texturen in einer Farbe sind und ihr nur euer Heads-Up-Display seht, zum Beispiel. Ja, ich habe es nochmal aufgeführt, also Bluescreen mit HUD, Shader, also diese Shader sichtbar, aber nur grau oder blau oder nur Punkte. So, und das passiert halt, wenn eure Grafikkarte zu wenig Speicherplatz hat oder dieser begrenzt ist. Das heißt, dass euer zum Beispiel 512 MB habt, hat eure Grafikkarte und die aber zu schwach ist für diesen Mod. Und ja, das ist damit, hängt auch damit zusammen, dass das Mainboard einfach zu langsam sein kann. Und in diesem Fall hilft entweder, dass ihr eure Grafikkarten, eure Treiber der Grafikkarten updatet. Ja, weil einfach veraltete drin sind, die nicht höhere Speicherplätze unterstützen, sag ich mal so. Auch wenn das vielleicht Crap ist, was ich gerade erzähle. Auf jeden Fall. Es liegt es daran, hängt es damit zusammen und ich habe auch schon eine positive Rückmeldung davon, dass mir der Zockfreak 007 geschrieben hat. Ich habe meine Grafikkarten-Treiber aktualisiert und es geht jetzt. Das heißt, dass das einfach auch eine Lösung ist, die immer oder oft klappt, falls ihr einfach zu wenig Speicherplatz auf der Grafikkarte habt. Gut, einfach, falls ihr ja rausfinden wollt, wie ihr das am besten. Nee, direkt, das war jetzt Müll. Ihr müsst auf Windows Startleiste gehen, dann gebt ihr DXDiag ein. DXDiAG. So, drückt auf Enter und dann öffnet sich so noch mal so eine Systeminformation, wo halt euer Gerät, euer Hersteller alles draufsteht und hier stehen auch die steht auf die Grafikkarte und zwar ist das achso, ja klar, müsst auf Anzeige gehen und dann seht ihr hier Nvidia GeForce GTX 285 und da müsst ihr jetzt bei Google gehen, gebt ihr Nvidia GeForce Namen vergessen, GTX 285 Treiber, sagen wir Windows 7 und dann geht ihr auf die Nvidia Seite und könnt das ja hier downloaden und dann müsst ihr es einfach nur installieren und dann habt ihr den neuesten Treiber und dann kann es sein, dass es dann wieder funktioniert. So, der nächste Lösungsvorschlag ist gucken, ja, das sind jetzt die Settings, die ich in-game die man in-game vornehmen kann und dafür starte ich einfach mal Fraps, damit es eine bessere Qualität ist. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ihr habt hier euer ganz normales Minecraft und geht dann am besten hier drin auf Options, weil in-game, wenn es da laggt oder ihr einen Blackscreen habt, macht es natürlich auch keinen Sinn. Das heißt, ihr geht auf Options und macht dann dieses Field of View, falls ihr es hoch habt, ganz runter, weil es dadurch auch zu Problemen führen kommen kann. Und dadurch müsst ihr dieses FOV, also Field of View, das ist dieser Blickwinkel, halt, wenn ihr den hochstellt, dann ist es mehr so, dass es Minecraft mehr Tiefe hat. Ja, gut, das ist eine Lösung. Dann müsst ihr, Moment, auf... Achso, ja, ganz klar, das Default Texture Pack benutzen. Das heißt, falls es hier geht es, weil der PC gut genug ist oder weil auch der Grafik die Grafikkarte das unterstützt, kann man das mit Texture Pack spielen. Aber falls es bei euch sehr laggt oder ja, es auch wieder Probleme gibt mit den Texturen, dann würde ich euch empfehlen, erstmal auf dem Default Texture Pack alles auszuprobieren. Ja, geht einfach unter Texture Pack und wählt das Default aus. So, dann nochmal zu den Options.
geht ihr bei Video Settings, glaube ich. Ja, könnt ihr erstmal die Render Distance runterstellen auf normal zum Beispiel, was aber eher nicht so viel bringt. Dann ganz klar müsst ihr die Advanced OpenGL GL bei Grafikkarten von ATI ganz wichtig ausmachen. Da wir jetzt Nvidia haben, können wir es eigentlich fast machen. Fancy. Und mal. Ja, fancy. Weil ATI-Grafikkarten halt damit oft Probleme kriegen mit diesen Advanced OpenGL. Deswegen ganz klar bei ATI-Grafikkarten das unbedingt ausmachen und bei den meisten Nvidia-Karten würde ich das anmachen. Soll ich das anmachen oder auslassen? Nice one. So, gut, das war's zu den normalen Settings. Jetzt kommen wir zu den Optifine Settings, weil ihr habt ja durch mein Tutorial, was ich hier oben irgendwo verlinkt habe die ganze Zeit, habt ihr wahrscheinlich die Version genommen, dass ihr mit Optifine installiert, was auch am besten ist. Und da müsst ihr, um Lags zu verhindern oder halt eure Texturen wieder zu kriegen, müsst ihr den Sky, also den Himmel, ausmachen. Hier, dann findet ihr unter halt Video Settings, Details und dann auf Sky, wenn der on ist, dann gibt es manchmal so Probleme, dass es zu überhellt ist und dann auch wieder eure Grafikkarte abkackt oder sonst was. Also dies müsst ihr auf Aufstellen. Dann die meisten Einstellungen, falls euer PC zu schlecht ist oder auch wieder was mit der Grafikkarte, was ich jetzt alles erkläre, hat alles was mit der Grafikkarte zu tun. Also würde ich am besten alles auf Fast stellen statt auf Fancy, weil Fast ist ja die geringere, wie soll ich es ausdrücken, geringere Grafik Einstellung halt, weil Fancy nimmt da mehr, oh Gott, nimmt mehr Speicherplatz in Anspruch halt. Da ist es aufwendiger, Minecraft halt die Texturen zu gestalten und wiederzugeben. Deswegen würde ich bei den meisten Settings auf Fast gehen, falls ihr da Probleme habt. So, dann müsst ihr das Mipmapping auf Maximal stellen. Da, Mipmap-Type geht ihr auf. Ah ne, nicht der Type, Entschuldigung. Moment, Nearest. Mipmap-Level. Den Mipmap-Level auf das höchste stellen. Das ist hier 4 oder beziehungsweise hier ist es dann Maximum. Ja, gut. Das nächste ist dann der Distance Fog und der Depth Fog. Den müsst ihr ausmachen. Hier ist schon der Fog aus. Der Depth Fog, muss ich ganz kurz gucken, wo der ist. Fog Start, Map Type, Tiles. Da, ja, hier der Depth Fog. Den müsst ihr dann auch ausmachen. Hier passt ja alles, deswegen stelle ich es nicht um, aber ihr müsst es auf Aufstellen. So, gut. Dann, was ganz wichtig ist, müsst ihr Smooth FPS. Wo ist das? Animations. Ne, das ist ein Schwachsinn. Nicht bei Texture Packs. Ja, müsst ihr ausstellen. Das hilft auch nochmal, eure Grafik ja ein bisschen runterzustellen und dass ihr weniger Probleme damit habt. Hier ist es auch wieder an, weil es auch wieder funktioniert. So, dann, auch wenn ihr wieder Lags habt, dann müsst ihr am besten diese ganzen Erweiterungen wie Better Grass und Better Snow ausstellen. Finden wir unter Details. Ja, Better Grass ist schon off und Better Snow. Ja, da genau. Ist hier auch an, das könnt ihr aber auch ausstellen. Das ist einfach nur, wie gesagt, so eine Grafikerweiterung, damit es schöner aussieht. Das am besten auch ausstellen, falls ihr Lags habt. Und ja, das letzte, was ich eigentlich hier habe, ist die Preload-Chunks. Animations, Preload-Chunks, was ist hier? Preload-Chunks, wo ist denn der Crap? Da ist es, Preload Chunks, genau. Müsst ihr auf niedrig stellen, aber nicht auf 0. Das heißt, ja, hier 2. Weil auch hier steht es ja, der macht diese, ja, Chunks in der Nähe, weil wenn ihr eine geringere Distanz habt, also halt 2 hier, Intervall, dann wird es erst nach 32 Metern werden die neuen Chunks geladen und wenn ihr halt das hoch habt, dann werden halt die, wo ihr jetzt steht, werden in 128 Meter Entfernung auch die ganzen Chunks generiert und das zieht natürlich Leistung und ja, dadurch wäre natürlich auch wieder das alles erhöht. Gerade einen Faden verloren, aber nicht auf Null stellen, sondern auf niedrig, falls ihr damit auch wieder Probleme habt. So, gut. Wenn ihr aber viel ja in eurer Welt rumlauft oder euer CPU oder ihr einen starken PC habt, einen Rechner habt, sag ich mal so, nicht mit CPU, so nicht das verwirrt, könnt ihr das ruhig höher stellen. Aber wenn ihr halt so Tutorials macht oder einfach nur auf einer Stelle oder wenig weit lauft halt in eurer Welt, dann könnt ihr es auf niedrig lassen. Gut, das war's eigentlich mit dem Tutorial.
wenn dann alles klappt, was meistens klappt, eigentlich ist das größte Problem bei Bluescreens, ja, die Grafikkarten Treiber abzudaten. Und ja, der Rest ist eigentlich relativ, ja, nicht so häufig. Das häufigste ist, wie gesagt, dieser Grafikkarten Treiber Update. Und ja, der RAM Launcher, genau, weil Minecraft einfach zu wenig RAM benötigt und ja, kriegt. Also wenn ich jetzt auch auf F3 drücke, habt ihr gesehen, dass mein Kumpel hier die 5 GB Version vom RAM Launcher benutzt, und hier oben rechts stehen auch in der Ecke 4900 MB, und da werden jetzt gerade mal 3500 benutzt. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und falls es euch geholfen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das, wenn ihr mich das wissen lasst, mir das wissen lasst, mich das wissen lasst, glaube ich. Egal. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn. Tschö.